Tell me how you feel tonight. I know this is your second year at Olympia. Do you feel better than last year? 14. This is literally my favorite smell. You know what this is? It's Markus Röhl. Ich so ein Spermium. Boah, das sieht eklig aus. Oh, wie geil. Hab dann gegessen, geschlafen, bin ins Studio, hab wieder gegessen, Fernseher geguckt, gegessen, nochmal ein bisschen geschlafen, hab nochmal gegessen. Dann bin ich ins Studio, heimgekommen, gegessen, Fernseher geguckt, nochmal gegessen, geschlafen, bin ins Studio, hab dann gegessen, Fernseher geguckt, geschlafen, hab nochmal gegessen, dann bin ich ins Bett. Geil, ne? Wie oft warst du dabei? Bei der Night war ich 3-4 Mal. Und du? Ich war in New York gar nicht. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals. Der erste ging gut, dann habe ich gestanden. Dann ist mir schlecht geworden, bin umgefallen. Ne? Komplette Kreislaufversagen. Bin durch Kai mit 335 Kilo nach Jena wegzufahren. Ist stabil, ja. Danach konnte ich das Studio wechseln, weil ich komplette Beinraumeinrichtung vernichtet habe damals in Funkstadt. Und das hat mich immer vorwärts gebracht und hat mich dann schön voll gefressen. Ja? Ich hab jetzt schon einen Pump drin. So, wir machen diesen Sonntag ein Live-Webinar zum Thema Unternehmensaufbau. Spannend. Nee. Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Wer will Standardsalon? Absolut brutal, ja. Immer dicker geworden, das ist immer mehr gewachsen. Und das finde ich geil. Mit Chemie ist natürlich gemeint, ab und zu mal impfen lassen. Baby, lass uns impfen, ich und du, wir zwei. Lass uns hier verschwinden, endlich sind wir frei. Komm, wir gehen jetzt impfen, du kannst mir vertrauen. Wir tanzen und wir singen, ein Leben wie im Traum. Baby, lass uns impfen,